Sage herzlich willkommen zur vierten Auflage von Krause höchstpersönlich. Ja, also herzlich willkommen Tino Edelmann. Ja, Tino, nicht nur die Firma TNT feiert 25-jähriges Jubiläum, auch Deutschland feiert Geburtstag heute. Wie sieht denn ein Tag der deutschen Einheit beim Nordisch Kombinierer Weltmeister aus? Wie sah der Tag heute aus? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Mein Tag, ich bin aufgestanden um 6:30 und zum Training gegangen. Herzlich willkommen, die Thüringer Ministerin, Frau Dr. Birgit Klaubert. Ja, Frau Klaubert, darf man Sie eigentlich noch Kultusministerin nennen? Ich kenne immer Kultusminister. Jetzt sind Sie Ministerin für Bildung, Jugend und Sport. Ist das noch ein Begriff, den man benutzen darf, soll, muss, kann? Ich habe keine Ahnung, ich werde immer mal so angesprochen und Kultusangelegenheiten sind ja so die Angelegenheit Bildung und Kultur und wir haben das anders zusammengelegt, also Bildung, Jugend und Sport. Ich bekomme Post als Kultusministerin, das ist mir eigentlich ziemlich egal, jetzt bin ich mal Bildung, Jugend und Sportministerin. Okay, herzlich willkommen, Christian Preußer. Ja, Christian, ereignisreiche Wochen liegen hinter dir. Wenn ich die Frage jetzt mal überleite von der Ministerin, im Moment macht es Spaß, oder? Der Trainerberuf macht mir grundsätzlich immer Spaß, auch wenn es mal in Ergebnissen nicht so aussieht. Aber vorab möchte ich auch allen herzlichen schönen guten Abend sagen. Vielen Dank für die Einladung. Ich erinnere mich auch an die E-Mail, die gekommen ist. Und da sind 6 Punkte gefordert worden aus 4 Spielen. Wir haben jetzt 7 geholt. Von daher macht es momentan Spaß. Genau. Also, soll erfüllt? Das Lied heißt Homeboy. Ba 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 ba
Ja, Tino, echt beeindruckend. Wie verstehe ich das? Du nimmst dich selber auf und bringst das dann quasi in die nächste Sequenz mit rein, oder wie ich das verstehe? Ja, genau. Also nimmt jetzt in dem Fall vier Takte auf und die wiederholen sich dann und dann kann man es starten und stoppen und parallel dazu eben, ja, es ist wie so eine kleine Band in so einem Kasten. Okay, die Band im Kasten. Ja. Tino, wer sich ein bisschen mit deiner Person beschäftigt, der weiß natürlich, dass du nicht nur sportlich stark unterwegs bist, sondern auch musikalisch. Ihr habt, wenn mich alles täuscht, auch einen Nordisch-Kombinierer-Song kreiert, geschrieben, gespielt. Wie ist das entstanden? Wo habt ihr das aufgeführt zum ersten Mal? Oh ja, das ist schon eine Zeit her. Also ich habe in einer Band gespielt oder bin getrennt haben wir uns noch nicht, also aufgelöst noch nicht, in letzter Zeit nicht so oft dazu gekommen. Naja, und im Kombinationszirkus, also im Weltcup, gab es noch so ein paar andere, Musiker, der Bernhard Gruber, auch Weltmeister, Österreicher, der ist ein Wahnsinnsgitarrist. Und dann hatten wir damals noch einen Schweizer, der hat auch Gitarre gespielt. Und dann haben wir gesagt, los komm, wir machen mal einen nordischen Kombinationssong. Und den kann man bei iTunes runterladen, heißt Für den einen Moment. Wir haben uns auch dafür dann einen extra Bandnamen ausgedacht. Die Telemarkers waren hier dann. Sie haben ja gesagt, 500 Lehrer werden eingestellt, Sie haben es auch getan. Wir wissen aber, dass die durchschnittliche, oder das Durchschnittsalter eines Thüringer Lehrers momentan bei 53,7. Es ist also absehbar, dass irgendwann mal eine Welle losbricht von Lehrern, die in ihren verdienten Ruhestand gehen. Das ist jetzt schon vorausschaubar. Was wollen Sie denn mit Ihren Kollegen tun, um das abzufedern? Ja, Sie haben ja auf den hohen Altersdurchschnitt abgehoben. Und hinter solchen Durchschnittszahlen steckt natürlich genau das, was Sie jetzt gesagt haben. Wir werden also bis so etwa jenseits 2021, 2022, werden wir ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben, die schalten aus dem Schuldienst aus. Und ich habe die Möglichkeit, pro Jahr 500 einzustellen. Das heißt, zum ersten Mal haben wir jetzt in dieser Größenordnung die Möglichkeit einzustellen, sodass man in den nächsten 5 Jahren davon ausgehen kann, dass das 2500 Leute sind. Ich hatte eigentlich vor, noch pro Jahr 100 Leute als Vertretungsreserve einzustellen. Das ist mir vor einem Jahr auch gelungen. Aber vor dem Hintergrund, dass der Landeshaushalt knapp ist, also über 10 Milliarden ist zwar nicht wenig Geld, aber dass die Bevölkerung in Thüringen oder auf pro Kopf der Bevölkerung gerechnet in Thüringen zu viele Menschen im öffentlichen Dienst sind. Und hat ja der Fußball, na, ich möchte mal sagen, ein Luxusproblem. Denn wenn ihr junge Leute ausbildet, und die spielen natürlich auch schon, dann fallen natürlich auf. Und mittlerweile weiß man ja auch, dass diese Späher und Vereinsbetreuer auch auf den Plätzen schon unterwegs sind. 12, 13, 14-Jährige werden da schon gescoutet, werden beobachtet. So, und jetzt habt ihr ein Talent, den ihr 3, 4, 5 Jahre ausgebildet habt. Und auf einmal, schwupps, ist er weg. Das ist ein Riesenproblem im Fußball, dass eine ganz, ganz aggressive Politik da betrieben wird von den Bundesligisten. Ich will mich darüber nicht beklagen, weil wir natürlich genauso von kleinen Vereinen auch die Talente zu uns holen. Also das ist so ein permanenter Kreislauf, aber es ist schon so, dass wenn wir Spieler ausbilden, gerade in der U17, in der U19, dass da unheimlich aggressiv von mehreren Vereinen aus der ersten Liga auch abgeworben wird und man keine Möglichkeit hat, finanzieller Natur die Spieler an sich zu binden. Fernsehen. Schaue ich manchmal. Rosen? Mag ich sehr. Christoph Matschi? Ist mein Vorgänger im Amt. Anti-autoritäre Erziehung? Verzichtbar. Angela Merkel? Ich habe ihr zum Geburtstag geschrieben. Verbeamtete oder angestellte Lehrer? Präferenz bei angestellten Lehrern. Könnte ich jetzt noch lange begründen, aber so ein kurzer. Mach nicht. Kleid oder Hose? Dem Anlass entsprechend. Frühstück oder Abendbrot? Frühstück. Okay.
José Mourinho. Ein überdurchschnittlich guter Trainer mit sehr streitbarem Auftreten. Volksmusik. Ist nicht meins. Tattoos? Ist auch nicht meins. Aber es gibt doch kaum noch Fußballer ohne Tattoos, oder? So rum, ja. Also wenn man einen Fußballer ohne Tattoo findet, ist das die Ausnahme. Ja, das ist richtig. Habt ihr Einfluss darauf? Natürlich nicht. Also es ist unglaublich, welche Arten und Formen von Tattoos auf Körperstellen gibt man. Conchita Wurst. Nicht mein Thema. Big Brother. Sehe ich jetzt überall bei Sky, wenn ich durchsäppe, unerträglich, unerträglich. Abseits. Bis wenn der Schiedsrichter pfeift. Manchmal auch unerträglich. Ja, okay. Wir bleiben beim Thema Sepp Blatter. Ja, wir hatten vorhin darüber gesprochen, ein Machtmensch, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das, was man mitbekommt und sieht, ist eher nicht gut für den Fußball. VW Diesel. Audi. Diesel. Dicke Kinder. Kampf- und Raufspiele. Ulrich Wehling. Ist unser ehemaliger Chef gewesen, quasi vom Internationalen Skiverband und ganz, ganz umgänglicher Typ und großer Sportler. Facebook? Ja, ich glaube, da ist meine Frau viel unterwegs. Thüringen? Meine Heimat. Berge oder Meer? Ja, beruflich Berge und privat Meer. Klöße oder Nudeln? Beruflich Knuddeln. Privat Klöße. Das passt wie die Faust aufs Auge. Tatort oder Rosamunde Pilcher? Tatort. Achtung, Rot-Weiß Erfurt oder Karl Zeiss Jena? Rot-Weiß Erfurt. Und wenn ihr alle wieder da seid, dann würde ich mich auch freuen. Und deshalb sage ich Dankeschön fürs Kommen, auf Wiedersehen und viel Spaß noch am heutigen Abend. Schönes Wochenende und Dankeschön.